Neue Wege für eine bessere Zukunft gehen. Das haben wir in unserer Geschichte schon einige Male gut hinbekommen. Ziemlich gut sogar. Durch technische Lösungen und die Bereitschaft, unser Verhalten anzupassen. Viele unserer Alltagsbedürfnisse decken wir heute schon durch erneuerbare Energien ab und mindern so den klimaschädlichen Ausstoß von CO2. Deutschland steht hier in der Pflicht. Bis zum Jahr 2050 muss unsere Gesellschaft ihre Treibhausgasemissionen um 95% reduzieren, um Ende des Jahrhunderts vollkommen frei von CO2-Emissionen zu sein. Eine Herausforderung, denn in der Landwirtschaft und in vielen Industrieprozessen lässt sich der Ausstoß von Treibhausgasen nicht restlos vermeiden. Umso wichtiger ist die Dekarbonisierung dort, wo der Einsatz von Energie gefordert ist. Eine wichtige Rolle nimmt dabei der Verkehrssektor ein. Wir haben hier die Aufgabe, den CO2-Ausstoß um bis zu 100% zu reduzieren. Und wir wissen, wie wir das erreichen können. Schritt 1. Wir müssen den Verkehr selbst ändern. Wir können häufiger das Fahrrad, Bus und Bahn nutzen und mit Carsharing dafür sorgen, dass weniger Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. Pkw, Lkw und Busse fahren besonders effizient und elektrisch mit Strom aus erneuerbaren Energien. Schritt 2. Und da, wo Strom nicht direkt eingesetzt werden kann, nutzen wir strombasierte Kraftstoffe, zum Beispiel bei Flugzeugen. Mit Strom aus erneuerbaren Energien können nämlich Kraftstoffe wie Wasserstoff, synthetische Flüssigkraftstoffe oder Methan erzeugt werden. Ja, das gibt's schon. Die vollständige Dekarbonisierung des Verkehrssektors ist machbar. Mit einer neuen, nachhaltigen Mobilität.